Sobald ein neues Spiel für unterschiedliche Systeme erscheint, stellt sich die immer gleiche Frage: Welche Version ist die beste? Häufig geht's dabei um prächtigste Grafik, manchmal aber auch um Bugprobleme, Steuerungsschwächen und andere Schlampereien. Auch wenn die Unterschiede heutzutage in vielen Fällen eher minimal ausfallen, legen manche Entwicklerstudios bei Portierungen hin und wieder dennoch krasse Bruchlandungen hin. Deshalb präsentieren wir euch heute die 10 schlimmsten Umsetzungen der Games-Geschichte. Platz 10. Silent Hill HD Collection. Wenn der Code des ursprünglichen Spiels auf eine komplett andere Plattform übertragen werden muss, ist das generell keine ganz einfache Operation. Richtig schwierig wird es aber, wenn ein Spiel portiert werden soll, wovon der ursprüngliche Code gar nicht mehr vorhanden ist. What a nightmare. Und genau so war es bei der Silent Hill HD Collection, welche Silent Hill 2 und 3 auf der PS3 und Xbox 360 in neuem Glanz strahlen lassen sollte. Das zuständige Studio bekam lediglich einen veralteten und unvollständigen Code des Originals. Also musste man Cutscenes neu vertonen und die Spiele in technischer Hinsicht verschlimmbessern. Der ikonische Nebel wurde reduziert, wodurch vor allem die Atmosphäre des Spiels leidet. Auch die legendäre Sirene musste aufgrund fehlender Daten und Codes komplett gestrichen werden. Und weil auch viele Texturen aus der PlayStation 2-Zeit komplett neu designt werden mussten, sah Silent Hill in HD auf der anderen Seite schon wieder zu gut aus. Von der heruntergekommenen Stadt und den Straßen war zumindest nicht mehr viel übrig. Also, wenn ihr Silent Hill 2 und 3 so erleben wollt, wie es ursprünglich vorgesehen war, lasst bloß eure Finger von diesem Port. Platz 9. Far Cry Vengeance. Far Cry Vengeance sollte kurz nach Release der Nintendo Wii die Heimkonsole auch dem erwachsenen Publikum schmackhaft machen. Dabei handelte es sich um eine Portierung des Xbox-Add-ons Far Cry Instincts Evolution, welches von den Fans der Reihe gut aufgenommen worden war. Typisch für Far Cry standen die Open World als auch die schlaue Gegner-KI im Vordergrund. Beim Wii-Ableger sah man davon allerdings herzlich wenig. Die offene Spielwelt wurde durch eine lineare und schlauchige Welt ersetzt und von der einst so schlauen Gegner-KI war nur noch ein Hirnpopel übrig. Gegner greifen euch nicht an, obwohl ihr klar im Sichtbereich seid. Und wenn euch wirklich alles egal ist und ihr einfach mal Steine auf die Gegner werft, dann ist das denen auch völlig Wumpe. Und von der einst so hübschen Inselwelt war bestenfalls nur noch ein matschiger Pixelbrei zu erkennen. Alles im Spiel schreit nach: Wir wollen auf der Wii schnell Geld verdienen. Portiert es los! Ach, Ubisoft, das geht deutlich besser. Platz 8. Resident Evil 4. Resident Evil 4 ist mittlerweile auf gefühlt jedem System spielbar, das jemals existiert hat. Den Anfang nahm Capcoms gefeiertes Meisterwerk 2005 als Exklusivtitel für den GameCube. Nach dem gelungenen PS2-Port kurz darauf sollte schließlich 2007 der PC-Port weitere Gamerinnen und Gamer begeistern. Die Praxis sah anders aus. Das erste Problem war optischer Natur. Statt potenziell besserer Grafik, PC Master Race und so, wurde Computer Freaks mit Matschtexturen und fehlenden Lichteffekten sogar ein hässlicheres Erlebnis serviert. Der wirkliche Knackpunkt war aber die Steuerung. Eine Mausunterstützung wurde nämlich nicht eingebaut. Heißt, man musste das komplette Spiel mit der Tastatur und grauenhafter Tastenbelegung zocken. Und das alles ist, nun ja, doch etwas sehr kompliziert. Da blieb vielen PC-Fans nur der Griff zum oft ungeliebten Controller. In der Folgezeit wurde zwar so einiges an Mist weggepatcht, ein Meisterwerk wie auf Konsolen wurde Resi 4, aber auf PC nie. Platz 7. Batman Arkham Knight. Was macht man als Entwicklerstudio, wenn man keinen Plan hat, wie man ein Spiel auf den PC portiert? Korrekt, man gibt die Entwicklung der Portierung an ein Studio ab, das hoffentlich mehr Ahnung davon hat. Das dachte sich auch Rocksteady Games mit Batman Arkham Knight. Also übernahmen die Iron Galaxy Studios, die vorher schon zahlreiche Ports für verschiedene Entwicklerstudios übernommen hatten. Was somit nach einer sicheren Nummer klang, entwickelte sich schnell zu einem Desaster. Das Spiel war allgemein lausig optimiert für damalige Computer und die Framerate wurde auf läppische 30 Bilder pro Sekunde gedeckelt. Ergebnis: Selbst hochwertige PCs konnten Arkham City kaum flüssig oder zufriedenstellend abspielen. Und wenn man richtig Pech hatte, schmierte das Spiel sogar regelmäßig komplett ab. Doch damit nicht genug. Arkham Knight war übersät mit Bugs. Autos und Gegner blieben zufällig an Wänden hängen, Batman hielt sich plötzlich mitten in der Luft an unsichtbaren Vorsprüngen fest oder das Cape zog sich plötzlich über die gesamte Spielwelt. Die Folge: Am 25. Juni 2015 wurde Batman Arkham Knight komplett aus dem Steam Store entfernt und kehrte erst am 28. Oktober zurück. Wer sich das Spiel zum Launch gekauft hatte, konnte sich den Kaufbetrag komplett zurückerstatten lassen. Und als zusätzliche Wiedergutmachung gab es im Dezember alle vorherigen Arkham-Titel zusätzlich noch umsonst obendrauf. Na immerhin.
Platz 6. Skyrim. Auch wenn die Rollenspiele von Bethesda generell ein hohes Ansehen genießen, ist das immer so eine Sache mit den Portierungen im Hause der Fallout- und Elder Scrolls-Macher. Während auf dem PC die Spiele abseits kleinerer bis mittelschwerer Bugs oft stabil liefen, war das bei den Konsolen immer etwas komplizierter. Grafisch mussten Xbox- und PlayStation-Fans oft Abstriche hinnehmen. Die PlayStation 3-Community erwischte es aber noch härter. Die Spiele waren zum Release oft in einem desaströsen Zustand. So auch im Falle von Skyrim, denn das krankte an einem ziemlich nervigen Spielstand-Bug. Das Problem, je länger ihr gespielt habt, desto größer wurde euer Spielstand. Und sobald der die Größe von 6 MB sprengte, hatte man den Salat. Dann wurde Skyrim auf einen Schlag schlichtweg unspielbar. Die Framerate fiel ins Bodenlose und aus dem Vorzeigerollenspiel wurde das reinste Stotterfest. Aus dem heldenhaften Fußroda wurde dann eher ein Fußroda. Ein Glück, dass auch hier im Laufe der Zeit ordentlich nachgepatcht wurde. Platz 5. Cyberpunk 2077. Oh, wo fängt man da bloß an? Ihr wisst ja, riesiger Hype, vielleicht das beste Spiel aller Zeiten, bla bla bla. Aus dem einstigen Prestigetitel aus dem Hause CD Projekt Red ist mittlerweile aber eher ein Internet-Meme entstanden. Während schon die beste Version auf dem PC mit einigen Bugs und Framerate-Einbrüchen zu kämpfen hatte, waren die Konsolenversionen von Cyberpunk 2077 das reinste Bugfest der Hölle. Autos flogen plötzlich durch die Stadt, NPCs blieben plötzlich wie ein T stehen und die Texturen wollten oft nicht rechtzeitig laden und ploppten plötzlich einfach auf. Komplette Spielabstürze gehörten auch zum stündlichen Programm. Vor allem grafisch war aber von der Magie rund um Night City kaum mehr etwas zu spüren. Alle Texturen waren matschig und von der lebhaften Metropole war kaum mehr etwas zu spüren, weil extrem wenige Passanten und Autos in der Spielwelt unterwegs waren. Das Ganze wollte CD Projekt Red mit einem Testembargo kaschieren, in dem die Fachpresse nur zur Verfügung gestelltes Ingame-Material verwenden durfte. Kurz nach Release kam der Shitstorm aber schnell ins Rollen. Am schlimmsten erwischte es die Version für die normale PlayStation 4. Hoffentlich können die angekündigten Umsetzungen für die neue Konsolengeneration diesen Karren noch aus dem Dreck ziehen. Platz 4. Dark Souls. So, was haben wir eben bei Arkham Knight gelernt? Das Auslagern einer Umsetzung an ein anderes Studio kann derbe schiefgehen. Tja, From Software mit null Eigenerfahrung im PC-Bereich dachte sich entsprechend, kommt schon Leute, wir schaffen das selbst. Was soll schon schiefgehen? Naja, so ziemlich alles. Also, wo fangen wir da bloß an? Erstmal sah Dark Souls auf dem PC absolut nicht zeitgemäß aus, denn die Auflösung war auf 720p gedeckelt und auch die Framerate war auf 30 FPS gesetzt. Tja, und diese 30 Bilder pro Sekunde fallen auch schnell in den noch niedrigeren Bereich, wenn ein paar Gegner über euren Bildschirm flimmern. Fairerweise sei erwähnt, dass auch die Urversion für Xbox 360 und PS3 kein flüssiges Prachtfest waren, aber auf dem PC wäre halt so viel mehr möglich gewesen. Dazu kommt noch die völlig weltfremde Steuerung per Maus und Tastatur. Denn die Umsetzung der zugegebenermaßen recht anspruchsvollen Controller-Kontrollen ging mächtig in die Hose. So steuert ihr auf PC per WASD eure Figur und könnt mit der Maus nur die Kamera steuern. Angreifen könnt ihr nur mit H und U. Warum sollte man auch die viel naheliegendere Variante mit den Maustasten verwenden, oder? Aber das wirklich Traurige an diesem lausigen Port ist die Tatsache, dass From Software direkt aufgegeben hat und sich keine Sekunde mehr um das Spiel gekümmert hat, um das Fanfeedback umzusetzen. Die einzige Lösung ist eine Community-Mod, die auf den Namen DSFix hört. Die entsperrt die Framerate und schraubt die Auflösung hoch. Wer mittlerweile Lust auf Dark Souls auf dem heimischen Computer hat, der greift lieber gleich zur Remastered-Version. Platz 3. Sonic the Hedgehog Genesis. Das 15. Jubiläum von Sonic the Hedgehog wollte Sega kräftig feiern. Also beschloss man, den Mega Drive-Klassiker einer neuen Generation an Sonic-Fans schmackhaft zu machen. Eine Umsetzung für den Game Boy Advance sollte es 2006 richten. Und das war nichts anderes als ein Verrat an der Sonic-Community. Los geht das Ganze beim allgemeinen technischen Zustand. Framerate-Einbrüche gehörten zur Tagesordnung und Sounds und Musik wurden teils fehlerhaft oder verzögert abgespielt. Das größte Problem war aber die Auflösung des Spiels an sich. Damit Sonic auf dem GBA dargestellt werden konnte, musste man die damaligen Bildschirmränder des Mega Drive drastisch beschneiden. Das hat zur Folge, dass man keine 5 Meter weit sehen kann. Heißt, man muss sich schön langsam bewegen und sehr vorsichtig springen. Und das in einem Sonic-Spiel. Ihr wisst schon, die Spielreihe, wo es um einen schnellen Igel geht. Oh Mann, Sega, was euch da nur geritten hat. Platz 2. Ark Survival Evolved.
Konvertierungen auf die Switch sind ja oft ein Hit-or-Miss-Ding und sehen häufig aus wie hingekackt und hingeschissen. So wie Ark Survival Evolved. Zu Recht waren viele Nintendo-Fans bei der Ankündigung erstaunt, denn selbst für die bisherigen Konsolen aus dem Hause Microsoft und Sony war das Ganze noch nicht optimal umgesetzt. Selbst leistungsstärkere Konsolen wie die Xbox One X hatten Probleme, das Spiel ordentlich zum Laufen zu bringen. Also kam es, wie es kommen musste. Ark auf der Switch war ein technisches Armageddon. Schon die Ladezeit von knapp 3 Minuten ist eine Hausnummer. Danach wird man aber nicht mit einer schönen Spielwelt belohnt, sondern mit einem Dschungelmatsch direkt aus der Portierungshölle. Vom einst so farbenfrohen und dichten Dschungel ist nichts mehr übrig. Nur vereinzelte Palmen und Bäume sind zu sehen und deren Schatten haben auch ein komplettes Eigenleben und sehen phasenweise eher aus wie ein Rorschach-Test. Die Auflösung bricht dabei auch regelmäßig so krass zusammen, dass die Pixeldichte eines durchschnittlichen PlayStation 2-Spiels höher ist. Kein Witz. Man kann es also nicht schönreden. Die Idee, Ark für die Switch zu portieren, war eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und das Endergebnis bestätigt diese These. Aber was jammern wir heutzutage rum? Denn im Bereich der Portierungen war früher wirklich alles schlechter. Schuld waren unzählige unterschiedlich leistungsfähige Heimcomputer- und Konsolenkonkurrenten, die allesamt mit angesagtem Gamesfutter versorgt werden mussten. Speziell die prachtvollen und gewinnbringenden Spielhallen-Originale waren bei der Umsetzung auf technisch hoffnungslos unterlegene Hardware oft zum Scheitern verurteilt. Aber was rede ich? Bilder sagen schließlich mehr als 1000 Worte. Platz 1. Pac-Man auf dem Atari 2600. Pac-Man für den Atari 2600 steht stellvertretend für eine Zeit, in der Atari schamlos jedes halbwegs populäre Arcade-Videospiel in das heimische Wohnzimmer bringen wollte. Hört sich zwar erstmal gut an, aber die Qualität der Videospiele stand dabei an hinterster Stelle. Nur der Profit stand im Vordergrund. Die Spitze des Eisbergs bildete aber eindeutig Pac-Man. Auch hier wollte Atari das schnelle und dicke Geld verdienen. Also kaufte man die Lizenz und entwickelte ein Pac-Man-Spiel. Als Pac-Man dann 1982 veröffentlicht wurde, staunten die Fans nicht schlecht. Denn während Pac-Man bisher immer eine vertikale Bildschirmausrichtung hatte, wurde bei diesem Port auf eine horizontale gesetzt. Und durch die Hardware-Limitierung des Atari 2600 gab es nur einen einzigen Level, den man immer und immer wieder spielen konnte. Tja, und anstatt der üblichen 4 Geister gab es hier nur 2, die euch verfolgen. Und Pac-Man gibt sich nicht einmal Mühe, nach oben oder unten zu schauen, wenn er sich hoch und runter bewegt. Ja, und dann noch dieser Look, gepaart mit einem Sounddesign aus der Hölle. Auch wenn sich Pac-Man gut verkaufen konnte, mit dem Arcade-Hallen-Dauerbrenner hatte diese Billo-Portierung wenig gemeinsam. Unbestraft blieb diese Profitgier und die Schwämme an Kack-Konvertierungen nicht. Der kurzzeitige komplette Zusammenbruch des westlichen Konsolenmarkts in Form des großen Videospiel-Crashs von 1984 waren die Folge. Aber das ist eine andere Geschichte. Na, ob wir je wieder solch eine schlimme Portierung erleben müssen? Oder gibt es schlimme Ports, die wir vergessen haben? Haut's in die Kommentare. Tschüss und bis dann, euer Ingo.